Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit dem Zaunpfahl. Ich nehme euch heute mit in ein Ranked-Gefecht oder gewertetes Gefecht auf Deutsch, indem ich mich in meine frisch erworbene Scharnhorst gesetzt habe. Wobei, so frisch ist die jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber sie war irgendwann vor einer Woche oder zwei mal im Angebot und da habe ich dann mal zugeschlagen. Und sie seitdem als Ersatz für meine Gneisenau im Ranked benutzt. Und es soll allerdings jetzt weniger um das konkrete Gefecht sehen gehen, das ihr hier sehen könnt. So rum war der Satz richtig. Auch wenn das Gefecht recht interessant ist und einigermaßen spannend geworden ist. Zumindest zum Spielen in dem Moment. Zum Zuschauen, ne, vielleicht nicht ganz so sehr. Aber wie gesagt, das Gefecht als solches soll hier im Video einmal ein bisschen Nebensache sein. Ich möchte ein bisschen allgemein über die sechste gewertete Saison in World of Warships reden. Ich habe mich hochgekämpft von Rang 20, glaube ich, oder 19. Ich durfte ein bisschen höher starten, weil ich in der letzten Saison schon ein wenig gespielt hatte. Inwieweit mir das geholfen hat oder nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Und am Anfang habe ich mich erst einmal, Tier 7 sei Dank, in meine Belfast gesetzt und auf den unteren Rängen damit ordentlich abgeräumt. Weil ich vor allen Dingen am Anfang bemerkt habe, dass doch das Smoke-Meter sehr, sehr, sehr stark war. Beide Teams haben zumindest auf den unteren Rängen und zu Anfang der Saison oft einfach nur in irgendwelchen Nebelbänken rumgesessen. Und letzten Endes hat dann, ja, das war das Team erfolgreicher, dass das mehr Nebelbänke werfen konnte. Also in der Regel das mit mehr Belfast, mehr Fijis und mehr Zerstörern. Und ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt, aber jetzt zum Ende hin wurde das tatsächlich ein bisschen besser. Könnte zum einen daran liegen, dass ich halt in der Rangstufe hochgeklettert bin. Könnte aber natürlich auch daran liegen, dass sich das einfach im Laufe der letzten vier Wochen ein bisschen gewandelt hat. Klar, wie hier, sieht man immer noch die schönen Nebelbänke, aus denen rausgefeuert wird und in die sich irgendwas reinstellt. In diesem Fall hier ein gegnerischer Zerstörer da hinten in A und unsere Mars und Leningrad da links. Und wir Schlachtschiffe stehen hier hinten jetzt gerade mal ein bisschen schutzlos in der Gegend herum. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Weil dank der Nebelbänke sind auch relativ wenige Gegner da, die mich sehen können. Und ja, jetzt allerdings schon, da hinten ist eine Miyoko aufgetaucht. Aber egal. Ich wollte ja allgemein über die Ranked Season reden. Nicht so unbedingt hier über das Match. Der Anfang verläuft erstmal soweit so normal. Man schießt erstmal auf alles, was sich so ergibt. Und guckt, was denn die Gegnerteams so machen. Daran hat sich auch wenig geändert. Im Laufe der Saison. Zumindest meinem Empfinden nach. Da habe ich irgendwas mitgenommen. Ach ja, die Atlanta, die da im Nebel rumstand. Immer wieder schön. Atlanta im Ranked. Ich habe ein paar davon gesehen. Und die meisten sind entweder unglaublich schnell abgesoffen, so wie der jetzt gerade. Oder sie mussten sich halt so weit aus dem Kampf raushalten, dass sie kaum was ausrichten konnten. Es hatte halt eine sehr geringe Reichweite und die meisten Matches sind eben doch auf größtenteils 15 Kilometer Entfernung entschieden worden. Und da kann die Atlanta dann schlichtweg nicht mithalten. Von daher, Belfast, definitiv sehr gute Wahl gewesen. Wenn man sie denn im Hafen stehen hat. Nebel werfen, an der Ecke von der Insel verstecken. So ähnlich wie ich das hier mit meiner Scharnhorst auch gerade mache und einfach mal auf alles draufhalten, was das Team denn dann für einen spottet. Und genau da war mitunter dann auch das Problem.
wenn einfach beide Teams nur in ihren Nebelbänken rumstehen und keiner sich mal raustraut und dann insbesondere die Zerstörer auch nicht, weil das gegnerische Team hat ja eine Belfast. Uiuiui. Um dann mal irgendwas aufzudecken. Das war mitunter durchaus problematisch. Als ich dann so... Ja, mit der Belfast habe ich mich eigentlich durchgespielt bis Rang 10 ungefähr. Und ab da bin ich größtenteils auch dann auf meine Gneisenau umgestiegen. Weil ich einfach gemerkt habe, mit der Belfast, bin ich nicht mehr so erfolgreich. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, woran es lag. Ich hatte auf jeden Fall ein paar sehr üble Matches hintereinander, als ich so gerade über die 10 hinaus war. Oder am Anfang von Rang 10, wo ich einfach nur ziemlich zu Anfang des Spiels schon einfach weggenuked wurde. Weil sofort das Fokusfeuer auf die Belfast da war. Und wenn man sich da nicht ganz schnell hinter irgendeiner Insel verkrochen hat, war man halt weg vom Fenster. Und da ist es in so einem Schlachtschiff wie der Gneisenau oder der Scharnhorst eben dann schon etwas angenehmer. Da hält man dann auch mal ein paar Treffer aus. Von daher lief es dann eigentlich immer noch einigermaßen erfolgreich für mich. Ich habe es jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf Rang 6 geschafft. Mein persönliches Ziel wäre Rang 5. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das bis Freitag tatsächlich noch schaffen werde. Dafür sind dieser Tage irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, zu viele Idioten unterwegs. Von daher nehmen wir doch einfach Flamus Lieblingsbegriff, Potatoes. Das hier ist auch so ein Match, wo man sich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur an den Kopf fassen kann. So, was macht das Team? Leningrad geistert da vorne in der Ecke irgendwo alleine rum. Unsere zwei Kreuzer da hinten auf der H-Linie und die Schlachtschiffe wissen auch nicht so ganz, was sie tun sollen. Und ich campe hier gemütlich hinter meiner Ecke und schieße einfach mal auf alles, was sich anbietet. Das ist einigermaßen erfolgreich. Und solche Matches, insbesondere wenn der Gegner wie jetzt zwei Caps hält, sind dann halt schon eher anstrengend. Immerhin, wir haben noch kein Schiff verloren, die Gegner sind zwei zurück. Das ist so ein minimaler Vorteil für uns. Nur zumindest im Moment machen wir da nicht wirklich was draus. Und ich kann hier um diese Ecke auch nicht rumfahren, weil meine Zerstörer irgendwo in oder um A rumgammeln. Und, ja. Sowas sieht man dann halt eben auch häufiger mal. Was dezent nervig ist und einen öfter auch mal das Spiel kosten kann. Zerstörer habe ich selber in dieser Saison nur wenig gespielt, weil ich schlichtweg auf Tier 7 hatte ich jetzt bis zum letzten Patch die Kiew, die ich für ziemlich ungeeignet gehalten habe. Und die Akatsuki. Ne, Akizuki? Wie heißt der 7er von den Japanern? Naja, irgendwie so. Und Akizuki... Ist, fand ich relativ schwierig, eben auch, weil so viele Belfasts im Spiel waren, gegen die man dann nur wenig Chancen hat. Flugzeugträger, ja, spiele ich sowieso nur selten und ungern, beziehungsweise ungern vielleicht nicht, aber selten und auch wenn meine Statistiken da was anderes sagen, fühle ich mich nicht als guten CV-Spieler. Und deshalb habe ich das hier dann einfach ganz sein gelassen. Mir sind zum Glück auch nur relativ wenige andere Flugzeugträger begegnet. Und wenn, dann war es in der Regel eine Saipan oder eine Hiryu. Und wenn beides aufeinander getroffen hat, ja, war die Hiryu in der Regel nutzlos, weil Saipan halt mit ihren 700.000 Jägern. Es waren insgesamt auch nur wenig Flugzeugträger halt, die ich beobachten konnte. Und irgendwie fielen die immer in eins von zwei Extremen. Entweder es waren die super guten Spieler, die richtig mit dem CV umgehen können.
und dementsprechend dann auf die Matches gerockt haben. Oder es waren völlige Idioten, die nichts auf die Kette bekommen haben und irgendwo in der Kartenecke rumgegammelt haben, ihre Flugzeuge hunderte Kilometer haben fliegen lassen und dann von einer Colorado haben abschießen lassen oder so. Yeah, totaler Käse. Glücklicherweise waren es halt, wie gesagt, eher wenig Flugzeugträger unterwegs und finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Was sich ganz klar bemerkbar gemacht hat, ist die Dominanz der Premium-Schiffe. Hier in diesem Match jetzt nicht so sehr. Zwei Scharnhorst unterwegs. Gut, die Leningrad. Aber sonst geht es eigentlich. Trotzdem, in den meisten Matches, es war auf jener Seite eigentlich immer, ja, fast die, also von den sieben Leuten eigentlich mindestens zwei in einem Premium. Öfter auch mehr. Und das ist auch was, was ich, genau wie einige andere Leute Wargaming ankräten würde, warum sie das diese Saison auf Tier 7 gesetzt haben. Wo einfach Premium-Schiffe sehr, sehr dominant sein können und sehr, sehr gut. Sei es jetzt die Belfast, die ja von vielen Leuten als ein bisschen overpowered angesehen wird, weil Nebel und Radar und Hydro und sehr, sehr gute Kanonen. Die Torpedos werden übrigens niemals irgendwo ankommen, aber ich versuche es trotzdem. Und ja, Belfast, es ist einfach ein lustiges Schiff und in dieser Saison sehr, sehr dominierend. Gneisenau und Scharnhorst tun sich jetzt meiner Erfahrung nach nicht so wirklich viel. Sind jeweils ein ganz würdiger Ersatz füreinander. Und die unterschiedlich großen Kanonen, ja, machen sich jetzt so direkt eher selten bemerkbar. Von daher, das ist noch einigermaßen ausgeglichen. Bei den Zerstörern war sehr oft die Sims dabei. Und, oh fuck, ich habe hier einen Fehler gemacht. Sims. Häufig auch mit so guten Spielern besetzt, die dann die Matches gut gerockt haben. Leningrad häufiger gesehen. Ich habe sie mir auch gekauft, muss ich gestehen. Und konnte mit dem Schiff nicht so viel anfangen. Einfach nicht mein Spielstil, die russischen Zerstörer. Ich finde sie seltsam. Sie können geil sein, aber ne, ja, nicht so ganz meins. Leningrad von daher, so lala als mal, meiner Meinung nach. Und ja, eben die Dominanz der Premium-Schiffe. Letzte Saison auf Tier 6 und 8 war das weniger schlimm. Da habe ich aber auch weitaus weniger gespielt und es ist lange her. Von daher will ich da jetzt nicht zu viel sagen, aber so in meinem Gedächtnis kam es mir weniger schlimm vor mit den Premiums. Vor allen Dingen mit leicht stärkeren Premiums, was hier auf Tier 7 definitiv der Fall ist. Die Kartenauswahl, da können wir noch drüber reden. Die hat mir eigentlich ganz gut gefallen und Epicenter hat sich tatsächlich als weniger nervig herausgestellt, als ich es im Vorfeld befürchtet hatte. Auch wenn die interessanteren, spannenderen und spaßigeren Matches für mich definitiv auf den Standardkarten waren. Wie eben dieser hier, von der ich gerade nicht weiß, wie sie heißt. Aber Epicenter war trotzdem, es kam nicht so oft, wie ich dachte. Am Anfang hieß es ja, es wird nur Epicenter. Da dachte ich schon, muss das sein. Mit der Mischung kann ich eigentlich ganz zufrieden sein. Und auch die Epicenter-Gefechte haben eigentlich im Großen und Ganzen doch irgendwo Spaß gemacht. Aber die Standardkarten finde ich persönlich trotzdem besser.
Und ja, ein Punkt, wegen der ich dann auch von meiner Belfast in die Gneisenau umgestiegen bin, beziehungsweise dann kurz drauf die Scharnhorst. Teamplay. Normalerweise sind die 7 gegen 7 Gefechte ja wesentlich taktischer, wesentlich teambasierter auch. Und so soll es ja auch sein. Und vor allen Dingen ist man auch wesentlich abhängiger von seinem Team. Insbesondere eben in einem Supportschiff wie der Belfast. Man kann den lieben langen Tag in seiner Nebelwand rumstehen und versuchen auf irgendwas zu schießen. Entschuldigung. Wenn niemand da ist, den man sehen kann, auf den man schießen könnte und auch keiner rausgeht, um irgendwas zu spotten, ist die Belfast herzlich nutzlos. Und von daher, in den Teams, es war irgendwie alles dabei. Von irgendwelchen Solo-Kämpfern, wenn das ganze Team am Anfang sagt, wir fahren zu B und nein, einer muss dann trotzdem links abbiegen zu A. Gut, in Gefechten mit drei Zerstörern, wenn einer davon abgeht, auf dem anderen Cap mal gucken geht, ob da nicht was kommt, kann das durchaus sinnvoll sein. Ich habe aber auch Fijis gesehen, die einfach ans andere Kartenende gefahren sind und nichts gemacht haben letzten Endes. Furchtbar. Dann die üblichen Potatoes. Immer Volldampf voraus und geradeaus. Als Schlachtschiff möglichst in einer geraden Linie fahren. Und sich dann innerhalb von 3 Minuten von einem Zerstörer versenken lassen. Yay. Da würde ich wirklich sagen, deinstalliert Warships und geht Hello Kitty online spielen. Warum seid ihr noch hier? Und dann die eigentlich geilsten Gefechte, wenn man wirklich ein Team hat, das miteinander redet, das sagt, fokussiert auf das Schiff. Achtung, da hinten kommt ein Zerstörer. Wo wirklich Kommunikation da ist, wo man merkt, man spielt zusammen und das macht die Ranked Season dann für mich auch aus. Leider war das in, ja, vielleicht der Hälfte, ein bisschen mehr als der Hälfte der Matches der Fall. Und ich würde hoffen, die Community lernt daraus und macht es in den nächsten Seasons besser. Aber ich habe so eine Ahnung, dass das nicht so wirklich passieren wird. Eigentlich schade, weil gerade dieses teambasierte Spielen ist eben auch das, was Warships für mich so ausmacht und spannend und interessant macht. In den Zufallsgefechten, ja, funktioniert es mal so, da macht eigentlich meistens doch eher jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Will ich mich auch nicht von ausschließen, aber wenn man sich dann halt mal zwei Kumpels schnappt, in der Dreierdivision rumfährt und dann merkt, wie gut man zusammenspielen kann, wie gut man auch was erreichen kann und den Gegner empfindlich treffen kann. Das ist das, was Warships für mich ausmacht und das ist eigentlich eben auch das, was die Essenz von dieser Ranked Season sein sollte. Nur, ich wünschte mir, ich hätte mehr davon gesehen. Insgesamt würde ich zur Ranked Season sagen, während wir hier jetzt nochmal einen Blick auf ein, ja, weniger erfolgreiches Gefecht werfen. Davon hatte ich halt auch einige. Insgesamt mein Fazit zur Ranked Season. Anstrengend, teilweise frustrierend, wenn man dann halt 3-4 Matches hintereinander verliert, weil, ne, weil, ja, Team nicht mitspielt, weil man selber irgendeinen Scheißfehler gemacht hat, so wie ich hier eben in die Torpedos reingefahren, von denen ich eigentlich hätte wissen müssen, dass sie nochmal kommen. Ach ja. Und dann halt immer wieder aufsteigen, absteigen, aufsteigen, absteigen. Ich hatte das ganz, ganz viel, Rang 7, Rang 8. Rang 8 vollgemacht, Rang 7 hoch und wieder verloren, zurück auf 8. Und wieder gewonnen auf 7, verloren auf 8. Das war echt nervig. Aber gut, kann man nichts machen, weiterkämpfen, Augen zu und durch. Irgendwann hat es halt doch geklappt, ich gurke auf Rang 6 herum und ja, versuche den jetzt irgendwie zu halten. Und ja, was könnte Wargaming für die nächste Saison, die sicherlich irgendwann in einem halben Jahr kommen wird, daraus lernen aus dieser Season? Zum einen, es gibt immer noch verdammt viele Potatoes in diesem Game. Zum anderen, nehmt bitte nicht Tier 7.
Obwohl, ja gut, Wargaming wird das wahrscheinlich gefallen, diese Dominanz der Premium-Schiffe. Spült halt ordentlich Geld in die Kassen. Aber ja, für uns Spieler ist das halt nicht wirklich toll, wenn man mehr oder weniger gezwungen ist. Man kann auch mit Tech-Tree-Schiffen wunderbar mithalten. Gerade die Fiji ist auch ein exzellenter Kreuzer und hat in den Gefechten auch oft gut abgeräumt. Gneisenau genauso. Aber die Premium-Schiffe sind halt dann oft noch dieses kleine bisschen besser gewesen. Und ja, das ist einerseits schade, weil, kann ich auch voll verstehen, nicht jeder hat das Geld, um sich 30, 40 Euro so ein Schiff zu kaufen. Und nicht jeder will das Geld ausgeben, selbst wenn er es hätte. Von daher würde ich mir wünschen, die nächste Season Tier 6. Da gibt es zwar auch Premiums, aber weniger Nominierende und insgesamt mehr zum Tech Tree gebalancete, zumindest meinem Empfinden nach. Oder eben wieder Tier 8, wobei dann wir dann wahrscheinlich auch wieder die Kutuzov-Nebelwolken sehen und Atago als Radarkreuzer. Ist halt auch so eine Sache. Zweiter Punkt, den Wargaming lernen könnte. Epicenter ist nervig. Es ist zwar eine interessante Idee, weil im Prinzip in Random-Gefechten, weil eben da die Action wesentlich mehr zusammengezogen wird und man in spannendere und kurzweiligere Gefechte kommt, als auf den Standardkarten, aber im Ranked, nee, nicht wirklich. Oder zumindest nicht mit der einen Karte, die jetzt drin war. Das hat wirklich keinen, nicht viel Spaß gemacht. Keinen will ich jetzt nicht sagen, aber nee, Epicenter war so, nee. Würde ich mir wünschen, dass es weggeht. Und ansonsten, ja, insgesamt, ich finde, diese Saison war eigentlich schon ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ich mein Ziel mit Rang 5 noch erreichen werde. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht mehr so richtig dran. Wie ist es denn bei euch gelaufen? Was habt ihr für Erfahrungen im Ranked gemacht? Seht ihr das ähnlich wie ich? Premium-Schiffe dominieren und Teamplay war so lala, mal vorhanden, mal eben nicht. Würde mich freuen, euch da ein paar Meinungen von euch in den Kommentaren zu sehen. Und ansonsten, jo, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss und auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zaunpfahl.